Die Entscheidungen, die wir treffen, wie klein sie auch sein mögen, können uns auf den Weg zu wahrer Größe führen oder auf eine Straße, die nur Verderben bringt. Unsere Entscheidungen bestimmen unseren Weg. Zu sein, wer man sein will. Hilf uns! Wir müssen nicht sterben. Die Entscheidung, Mitgefühl zu zeigen. Bitte! Lasst sie gehen. Was? Du bist kein Gott. Zu leben. Oder zu hassen. Für Frieden. Oder Krieg. Aus dem Schatten zuzuschlagen oder auf dem Schlachtfeld anzugreifen. In dieser Welt gibt es keine falschen Wege, keine falschen Entscheidungen. Du musst dich nur entscheiden, wer du sein willst. Das ist deine Odyssee. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir spielen die Ultimate Edition, die ist jetzt am 2. Oktober erschienen, mit allen Zusätzen, die es jetzt zurzeit gibt, unter anderem Waffenpakete, epische Rüstung ist glaube ich auch mit dabei, aber die ist glaube ich erst ab Level 10 verfügbar. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Projekt. Werdet es auch unterstützen, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr Bock habt darauf, schaut euch die Folgen an, abonniert den Kanal, wäre wirklich sehr nett, denn dadurch verpasst ihr keine neuen Folgen. Und ich will auch gar nicht weiter drum rumlabern, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, ich liebe diese Assassin's Creed Reihe einfach. Wir starten jetzt erstmal gleich. Ich habe schon mal im Vorfeld ein bisschen was eingestellt, was Untertitel und Option angeht. Und hier steht es ja auch, willkommen zurück, ja, okay, Gratisbelohnung, Ubisoft Club, ja, nee, jetzt nicht. Habe ich eigentlich alles schon eingestellt, aber okay, das wird jetzt irgendwie mehr oder weniger noch mal so dargestellt. Gut, wie dem auch sei, ich will gar nicht weiter drum rumlabern. Wir starten ein neues Spiel. Wir begeben uns jetzt ins antike Griechenland. Im Vorfeld möchte ich aber noch sagen, ich werde mit Cassandra spielen, weil wenn wir schon mal die Auswahl haben zwischen einem weiblichen Hauptcharakter, dann möchte ich diesmal auch die Chance einfach wahrnehmen, denn wir haben in den vorherigen Assassin's Creed-Teilen immer mit männlichen Hauptprotagonisten zu tun gehabt und daher möchte ich diese Geschichte mit den Augen von Cassandra erleben. Der ein oder andere mag es vielleicht nicht so toll finden, gut, dann müsst ihr ja die Folgen nicht gucken, aber ich möchte dies auf jeden Fall tun und daher wollte ich das auch gleich am Anfang sagen. Bereit, mein König. Sag, Dinekas, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta.
Nein, das geht ja schon mal richtig gut los. Wir sind also in der Rolle von König Leonidas, dem alten Sparta. Ich glaube, diesen Kampf, den die Jungs hier an der Klippe führen, den kennen wir natürlich aus dem Film 300, wo Jared Butler die Hauptrolle spielt. Also er spielt ja auch Leonidas. Okay, wir können das erste Mal handeln. Ist ja toll. Gut, ich flitze jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Also das Kampf-Gameplay kommt mir natürlich sehr entgegen, da ich auch Assassin's Creed Origins gespielt habe. Wir werden jetzt hier ein bisschen mit dem Gameplay vertraut gemacht. Mal schauen, wie weit ich aus. Achso, ja, mit Viereck. Das war ja so. Alles klar. Fähigkeiten, okay. Oha, okay, das macht ja ordentlich Schaden. Oh, habe ich gerade einfach mir weggekloppt. Tut mir leid. Jetzt sind es nur noch 299, die am Start sind. Geile Scheiße, fette Druckwelle. Okay. Ja, es tut mir leid, Spartianer. Das war nicht meine Absicht. Ich muss mal schauen. Hier sind auch ein paar Hauptmänner unterwegs. Die haben Level 40. Wahrscheinlich hat Leonidas auch Level 40. Okay, der Dicke hier mit seiner Keule probiert, ein bisschen Action zu machen. Den treten wir erstmal gleich komplett weg. Das ist natürlich ein bisschen anders als wie in Origins, stelle ich gerade fest, weil diese Aktionen, die gab es da nicht so wirklich. Also da konnten wir eigentlich nur so schlagen, ab und an konnten wir auch mal einen Special Move machen, aber ja, ich sage euch ganz ehrlich, so viel im Vorfeld habe ich mich über dieses Spiel nicht so informiert. Ich wollte mich einfach nicht spoilern. Ich war so gespannt auf dieses Spiel. Ich habe mich auch echt darüber gefreut, dass wir endlich mal einen weiblichen Hauptcharakter spielen können. Und das habe ich ja auch am Anfang der Folge gesagt, dass ich das nutzen werde. Mal schauen, wie geht das hier nochmal? Also ausweichen, ja, okay. Und normales Schlagen war dann R1, wa? Ja, genau. Das ist normales Schlagen. In diesem Teil gibt es, glaube ich, auch gar kein Schild mehr. Das war das Einzige, was ich noch so mehr oder weniger gelesen hatte. Ja gut, jetzt kommt mir das Blocken natürlich... Ich wollte gerade sagen, es kommt mir sehr entgegen, aber es fehlt mir. Also müssen wir immer ausweichen, das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir das halt. Okay, jetzt habe ich den falschen gehauen. Tut mir leid. Nee, das war doch der richtige. Aha, okay. Also wir müssen wahrscheinlich erstmal hier die Hauptmänner wegschlagen. Ich gehe mal hier vorne und dann... Ja gut, dann geht es auch schon weiter. Alles klar. Wie gesagt, wir werden jetzt wieder mit dem Gameplay vertraut gemacht. Wir können den Gegner jetzt auch anvisieren. Dazu habe ich den rechten Analogstick reingedrückt und der Typ quatscht mir andauernd dazwischen. Das finde ich nicht nett. Ich bin König Leonidas. Was fällt dir ein? So, wir können erstmal ausweichen. Dann können wir noch ein paar Mal einen Arsch bieten. Kann ich einen Finisher machen? Wahrscheinlich nicht. Achso, halte vier gedrückt, um weiter auszuweichen. Um weiter auszuweichen. Ach so, alles klar, okay. Ah, verdammte Axt, jetzt habe ich genau angegriffen, wo er geblockt hatte, glaube ich. Okay, die Deckung durchbrechen machen wir mal gleich. Ein Schon ist der Krieger, als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, alle Söhne Spartas, Xerxes, Sklaven. Ja gut, das kennen wir ja schon. Mehr als dumm rumlabern können die Perser nicht. Das lässt sich arrangieren. Oh, okay, zwei dumme ein Gedanke. Genau in dem Moment, wo ich seine Abwehr durchbrechen wollte, hat er meine durchbrochen. Da kommt schon Leonidas. Ah, der war gar nicht so schlecht. Ja gut, die Reichweite, die wir haben mit der Waffe, geht eigentlich. Aber wenn der Gegner natürlich blockt und er hat ja auch ein Schild, wie ihr seht, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber jetzt haben wir ihn geschafft. Aufgespießt und klar gemacht. Das ist ja toll. Kein Gegner für einen Spartiaten! Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ist wie in dem Film 300, dass wirklich nur 300 diesen komischen Bergpass da halten. Aber es könnte so sein.
Trophäe erhalten. Das ist Sparta. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Alter Falter, okay, Leonidas kennt kein Erbarm und macht natürlich kurzen Prozess. Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Alles klar, es ist genau wie in dem Film mit Jared Butler, die 300. Endlich. Wow, das ist Cass Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay. Los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. So, wir sind mal wieder am Animus. Wir sind in der realen Welt. Wir sind wieder in der Rolle von Layla. Die haben wir natürlich auch schon ab und an mal gespielt in Assassin's Creed Origins. Können sich sicherlich einige noch daran erinnern. Also geht es auch mit ihrer Geschichte weiter. Wahrscheinlich wird das ungefähr so darauf hinauslaufen wie damals bei Assassin's Creed, Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood und Revelations, wo wir quasi damals Desmond Miles gespielt haben. Da haben wir ja auch über mehrere Teile mit diesem Protagonisten in der realen Welt agieren können. Das wird sicherlich mit Layla auch der Fall sein. Also denke ich mal, hoffe ich auch mal, weil ich fand, sie war eigentlich oder ist immer noch ein cooler Charakter. Und mal schauen, wie sich das alles so entwickeln wird. Und wie ihr seht, der Animus, ja gut, der wurde jetzt auch weiterentwickelt. Also die Freundin von Layla hat das Ding natürlich geupdatet oder verbessert. Nennt es, wie ihr wollt, ist ja auch egal. Wir werden jetzt ein bisschen hier mit dem Menü wahrscheinlich vertraut gemacht. Wir können jetzt auf jeden Fall erstmal die Schwierigkeit wählen. Ich wähle auf jeden Fall normal. Die Standarderfahrung für Spieler, die mit RPG-Mechaniken vertraut sind, es ist wichtig, dass du deine Fähigkeiten und deine Ausrüstung sorgfältig auswählst und verbesserst, um im Verlauf des Spiels effizient zu bleiben. Das wählen wir erstmal. Immer einen Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Ach so, okay. Das ist neu. Das ist neu. Also, dass wir einen geführten Modus oder einen Erforschungsmodus wählen können, das ist auf jeden Fall neu. Der geführte Modus beinhaltet ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marker werden zu jeder Zeit angezeigt und Questziele erhältst du automatisch. Also, das ist ja so das Spielgeschehen, wie wir es natürlich auch kennen. Also, wenn wir eine Quest haben, die wir dann erledigen können, wird sie auf der Karte angezeigt. Wir können uns das natürlich mit dem eigenen Wegweiser markieren, um natürlich zu sehen, wo sich dann befindet. Und dann haben wir ja diese Meta-Angabe, wie weit wir dann noch dahin gehen müssen, ja? Das ist ja das, wie wir es kennen. Der Erforschungsmodus hingegen, der ist neu. Ein neuer Ansatz, du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Dies ist das Spielerlebnis, das wir für Assassin's Creed Odyssey vorgesehen haben. Gut, ist natürlich schön, dass es angeboten wird, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte mir nicht einen Wolf suchen. Das ist eine Let's Play-Serie. Ich möchte so viel wie möglich mitnehmen, werde auch so viel wie möglich Nebenaufgaben machen und sowieso noch nebenher eh viel leveln und alles suchen an kleinen versteckten Geheimnissen und was es da nicht nur alles so gibt.
Daher möchte ich mir nicht auch noch einen Wolf suchen, was die Questen angeht. Also trifft das für mich, für die Let's Play-Serie, erstmal nicht zu. Vielleicht werde ich das offline irgendwie mal ausprobieren oder dergleichen, aber wir starten in dieser Serie auf jeden Fall erstmal mit dem geführten Modus. Weil wir es auch so kennen und ich das auch so mag, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde es nicht schlecht, daher werde ich das auch auswählen. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst, wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre, das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Und genau das ist das, was ich gesagt habe, was jetzt neu ist in diesem Teil. Wir haben die Möglichkeit, die Geschichte einmal mit Alexios zu erleben oder mit Cassandra. Und ich habe euch ja gesagt, ich werde Cassandra wählen. Der ein oder andere mag das für gut heißen oder für schlecht heißen, wie dem auch sei. Aber ich möchte einfach im antiken Griechenland die Geschichte von Assassin's Creed Odyssey mit Cassandra erleben. Und daher wähle ich auch Cassandra aus. Achso, wir müssen gedrückt halten, okay. Sie wird uns helfen zu finden, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Aye, aye, Captain. Alles klar. Gut, das ist jetzt der Ladebildschirm. Den lasse ich mal an. Okay, so lang war er gar nicht. Sonst hätte ich ihn rausgeschnitten. Aber ich lasse das mal in der ersten Folge. Ich werde, wenn ich mich wohin teleportiere per Schnellreise, was sicherlich auch wieder gehen wird, werde ich einen längeren Ladebildschirm auf jeden Fall rausschneiden. Insel Kefalenia, 431 vor unserer Zeit. Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! Der Zyklop sagte, du spielst gern die Harte. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich etwas lehren will, dann soll er selbst herkommen. Letzte Woche?
Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. So, jetzt können wir natürlich auswählen, was wir antworten. Das ist natürlich in Assassin's Creed auf jeden Fall neu. Es ist natürlich nicht komplett neu in so einem Spiel. Also ich kenne es noch von Horizon Zero Dawn. Da konnten wir natürlich auch bei solchen Gesprächen, die wir mit anderen Charakteren geführt haben, auch verschiedene Antworten geben. Wie sich das jetzt im Endeffekt auf die Hauptgeschichte und auf den Dialog auswirken wird, weiß ich nicht. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn mir einer blöd kommt in einem Gespräch, werde ich dem auch blöd kommen. Wenn der nett zu mir ist, dann werde ich dann natürlich auch versuchen, nett zu dem zu sein. Also von daher, gut, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, die wir antworten können. Und ich wähle jetzt mal. Ich werde Zeus für dich fragen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Ah ja, okay. Da ist so ein Symbol vor dieser Antwort. Also ich denke mal, wenn wir das wählen, wird das Gespräch auch beendet werden. Das war auch in Horizon Zero Dawn so. Da war auch ein kleines Symbol dafür da oder an einer bestimmten Antwort, dass wir das Gespräch so schnell wie möglich beenden können und natürlich auch zum Ende kommen können in diesem Dialog. Und wir haben natürlich auch noch andere Sachen, die wir hier fragen könnten oder sagen könnten, werde ich jetzt aber nicht machen, denn ich werde mich jetzt zum Weingut begeben. Aber bevor ich das natürlich tue, werde ich mich nochmal gründlich im Menü umschauen und euch natürlich auch nochmal das Menü zeigen. Für mich ist das auch komplettes Neuland. Für euch wahrscheinlich auch oder für viele da draußen. Und wir schauen uns das einfach gleich mal an. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Oh, mein Kopf. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Wäge sie daher gut ab, da sich manche auf Story auswirken und dauerhafte Folgen haben. Also müssen wir doch wirklich im Endeffekt überlegen, was sagen wir, wie sagen wir es und machen wir das oder machen wir das nicht? Also das wird sich dann doch auf die Story auswirken. Und es hat natürlich auch dauerhafte Folgen. Das ist natürlich neu, alles klar. Also sollten unsere Antworten wie immer gut überlegt sein. Ja gut, könnte ich die jetzt töten? Sollte ich die jetzt töten? Gut, sie haben mich jetzt Arschgesicht genannt. Fand ich jetzt auch keine tolle Begrüßung am Anfang, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich sie vom Hof jage, habe ich die Befürchtung, dass sie uns doch nochmal Ärger machen könnten. Also werde ich sie versuchen, mal einzuschüchtern. Mal schauen, ob das zieht. Es war ein Fehler, herzukommen. Also wir können sie irgendwie hochklar machen. Und das habe ich auch mal gleich getan. Ihr seht ja, rechts wird eingeblendet, Bonusinhalt, alles sowas freigeschaltet. Das habe ich natürlich alles durch die Vorbestellung der Ultimate Edition bekommen.
und gewisse Sachen, ja gut, die können wir jetzt noch nicht anziehen. Ich glaube, dazu fehlt uns natürlich das Level. Gewisse Story- und Questinhalte werden jetzt auch freigeschaltet. Wird ja alles rechts eingeblendet, seht ihr ja selber. Also die Ultimate Edition, glaube ich, die umfasst alles. Also je nachdem, was es bis jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt. Ich muss mir die freigeschalteten Sachen gleich mal anschauen. Wir werden ja auch darauf hingewiesen, dass mehrere Gegenstände sich im Inventar befinden. Gut, Clubbelohnung wurde freigeschaltet, das kennen wir auch schon aus Origins. Wenn man einen Account über diesen Ubisoft-Club hat, je nachdem, ob ihr das wisst oder nicht, aber ich kann es ja gerne nochmal sagen, und verschiedene Ubisoft-Spiele spielt, sprich Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, dann werden Uni-Credits oder Ubisoft-Credits auf diesem Account gesammelt, die werden auf so einem Konto angespart und ihr könnt euch über diesen Club zu gewissen Spielen von Ubisoft Sachen holen, sprich neue Waffen, neue Pferde, sage ich jetzt mal hier in Assassin's Creed und alles sowas dergleichen. Und so wird das natürlich auch sein. Ich habe mir im Vorfeld schon ein bisschen was geholt und daher wurde das jetzt natürlich auch alles im Inventar hinzugefügt. So, wie versprochen, wir schauen uns erstmal alles ein bisschen an. Also, das ist natürlich auch wie in Origins. Hier haben wir verschiedene Gebiete mit verschiedenen Levelangaben. Das kenne ich ja, wie gesagt, schon aus dem vorherigen Assassin's Creed-Teil. Spartanische Herrschaft, Athena-Herrschaft. Okay, also gewisse Gebiete scheinen unter verschiedenen Einflüssen zu stehen. Das ist natürlich toll. Und was mir natürlich an diesem Teil extrem gefällt, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, in diesem Teil wird wieder mehr darauf Wert gelegt, sich um ein Schiff und eine Mannschaft zu kümmern. Also wir können wieder ein Schiff verbessern, wir können wieder Leute rekrutieren, wir können wieder umherfahren und andere Schiffe angreifen. Das ist natürlich in Origins, wo wir im alten Ägypten waren, mit Bayek, ist das natürlich ein bisschen flöten gegangen. Oder es ist ein bisschen zu kurz gekommen. Aber gut, das war halt so bei dem Teil. Ich fand den Teil trotzdem echt gut. Von daher freue ich mich hier sehr, dass es mit den Schiffen hier wieder so ist. Also wir haben ja auf jeden Fall erstmal die Quest. Es ist eine Quest verfügbar. Ein neuer Tag, neuer Drachmen, okay. Ein neuer Tag, neuer Drachmen, ein neuer Tag auf Kefalia. Cassandras gewöhnliche Sondergeschäfte konnten warten. Heute würde sie Markus aufsuchen und sich ihr Geld holen. Sie ahnte nicht, wie schwierig das werden würde. Okay, das können wir jetzt auch einklappen, mache ich jetzt aber mal nicht. Wir schauen uns erstmal das Inventar an, habe ich euch ja gesagt, das ist für mich jetzt komplettes Neuland. Überall, wo ein goldenes Ausrufezeichen ist, haben wir natürlich auch neue Sachen. Wie ihr unten seht, wir haben hier einmal den Jäger, den Krieger und den Attentäter. Wir können auf verschiedene Sachen gehen. Also wir können unseren Charakter oder unsere Hauptdarstellerin quasi, die ich jetzt hier gewählt habe, können wir natürlich auf gewisse Art und Weise mit den Fähigkeiten vorantreiben. Also wir können einmal auf Jäger gehen, auf Krieger, auf Attentäter. Man kann natürlich alles mischmaschenmäßig durchmachen oder man kann sich auf eine Sache spezialisieren. Wie ich das im Endeffekt halten werde und machen werde, weiß ich selber noch nicht. Muss ich mir alles mal anschauen, was so Vor- und Nachteile sind. Ich schaue erstmal, was wir hier bei Schwertern haben. Also unser erstes Schwert, was wir auch ausgerüstet haben, ist auf jeden Fall das Banditenschwert. Das benötigt Stufe 1. Gut, wir sind ja auf Stufe 1. Und mehrere andere Waffen habe ich zwar schon, kann ich aber noch nicht wählen. Hier haben wir einmal das Arkane-Schwert, der Verwandler und die mykenische Axt. Steht ja auch da, benötigte Stufe 5. Dann gehe ich mal zurück. Was haben wir hier noch? Wir können auch einen Bogen anlegen, aber den können wir leider auch erst ab Level 5 tragen. Was ist das hier unten? Gravurenliste. Sieh dir in dieser Liste gesperrte und freigeschaltete Gravurvorteile an. Besuche einen Schmied, um Ausrüstungsstücke und Waffen mit diesen Vorteilen gravieren zu lassen. Das ist auch neu. Das war in Origins nicht so. Okay, hier müssen wir bestimmte Bedingungen erfüllen. Schalte 50 Gegner per Kopfschuss aus. Das ist ja geil. Wir kriegen quasi permanente Statuserhöhungen. Also permanente kleine Dauerbuffs. Also ja, wer ein bisschen befangen ist mit Online-Rollenspielen und alles dergleichen, der weiß auf jeden Fall, dass solche permanenten Sachen echt gut sein können. Und das haben wir natürlich auch für den Bogen, für Kopf, für Arme, Oberkörper, Hüfte und auch für die Beine. So, mal schauen. Können wir hier noch irgendwas anziehen? Wahrscheinlich nicht. Nein, das ist alles hier mehr oder weniger für Stufe 5. Aber ich kann ja trotzdem mal reinschauen.
Aber gut zu wissen, dass wir auf jeden Fall schon mal Ausrüstung für ein späteres Level haben, ja? Da muss ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen weniger Geld ausgeben. So, und hier kommen wir natürlich zu den Fähigkeiten. Sieht etwas anders aus als bei Origins. Bei Origins war alles so mehr oder weniger miteinander verknüpft. Und hier können wir natürlich extra für einen Jäger, für einen Krieger und für einen Attentäter wählen. Höhere Stufen erreichen. Verdiene Erfahrungspunkte, um eine Stufe aufzusteigen und einen Fähigkeitspunkt zu erhalten, den du für Fähigkeiten ausgeben kannst. Neue Fähigkeiten werden nach und nach freigeschaltet und können später sogar noch verbessert werden. Alles klar. Aber Fähigkeitspunkte habe ich irgendwie noch nicht, oder? Icarus Augen. Aha. Okay, das ist wie in Origins. Wir müssen eine bestimmte Anzahl an Aussichtspunkten synchronisieren. Sprich, wir müssen hochklettern und uns das Gebiet angucken. Wenn wir eine bestimmte Anzahl dieser Aussichtspunkte erreicht haben, können wir Icarus verbessern. Aber ich habe noch keine Fähigkeitspunkte, daher kann ich auch noch gar nichts machen. Aber mal schauen, was es hier so gibt. Also ich sage euch ganz ehrlich, der Strang von dem Attentäter, der reizt mich schon. Also mal wieder mit zwei so schönen Dolchen abzugehen. Ich glaube, ich werde diesen Weg wählen. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen auf Jäger gehen und ein bisschen auf Krieger, um wahrscheinlich ein bisschen mehr Nahkampfschaden zu machen und ein bisschen mehr Abwehr zu haben. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und was natürlich auch in Odyssey Neues ist, dieses Feld hier vom Nahkampf und das Feld hier drüben vom Fernkampf. Also wenn wir, wie in dem vorherigen Kampf zuvor gezeigt, wo wir mit Leonidas gekämpft hatten, können wir natürlich, wenn wir L1 gedrückt lassen, dann Viereck, Dreieck, X oder Kreis drücken, bestimmte Fähigkeiten ausführen. Und wir können natürlich diese Fähigkeiten auch tauschen. Das ist natürlich gegenüber Origins etwas anders. Und ja, das war's dann erstmal auch mit dem Hauptmenü. Gut, das ist jetzt hier das Menü, wo wir jetzt noch Optionen einstellen können. Hier haben wir den Ubisoft Club, von dem ich euch schon bereits erzählt habe. Wir haben natürlich noch keine Unity-Punkte oder Ubisoft-Punkte für dieses Spiel erhalten, aber ich hatte einige Punkte aus den vorherigen Ubisoft-Spielen schon zusammen gehabt. Daher konnte ich mir für diesen Teil natürlich auch ein bisschen was kaufen. Unter anderem diese Ausrüstung, die ich jetzt schon habe, die wir natürlich erst leider ab Level 5 nutzen können. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also es wird jetzt hier auch wieder mit Rohstoffen sein, dass wir bestimmte Rohstoffe brauchen, um wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Ausrüstung herzustellen. Da wird auf jeden Fall irgendwie Leder angezeigt, Stein, Holz und das andere scheinen mir irgendwelche Mineralien zu sein. Davon haben wir aber auch jeweils 10 Stück. Gameplay-Symbol, okay, hier können wir was ein- oder ausblenden. Also das ist sozusagen eine Legende, wo wir bestimmte Symbole ein- oder ausblenden können. Ich kann euch die Legende auch nochmal zeigen, das sieht dann so aus. Das war ja im vorherigen Teil auch schon so. Hier haben wir bestimmte Orte mit den bestimmten Symbolen dazu. Händler, Schmied, Olympioniken, okay, das ist auch neu. Aber wir sind ja auch im alten Griechenland. Also ob wir an den Olympischen Spielen irgendwann noch teilnehmen oder erleben, wie sie entstehen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss mal noch schauen, beim Inventar wird noch irgendwo etwas angezeigt. Wo ist denn das? Sonst würde es ja da oben nicht aufblinken. Was ist das? Das ist noch nicht freigeschalten. Okay, wahrscheinlich ist das irgendein anderer Teil der Ausrüstung, den wir wahrscheinlich ab einem späteren Level bekommen. Ach so, ja, hier haben wir unseren Beutel. Also hier werden dann die Questgegenstände, Dokumente und Handelsgüter eingeblendet. Ja, und wie gesagt, das sind die Fähigkeiten, hatte ich euch ja schon gezeigt. Was mich jetzt natürlich wundert ist, warum das da oben beim Inventar immer noch so aufleuchtet. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Naja gut, ist ja auch egal. Das können wir erstmal so lassen. Unser nächstes Ziel wäre jetzt natürlich, dass wir zum Weingut gehen müssen. Ich kann mir das auch gerne mal markieren, dann wird das natürlich auch angezeigt. Nicht mehr verfolgen? Na doch, wir wollen es ja verfolgen. Hier können wir die Liste natürlich auch einklappen. Okay, jetzt habe ich mich gerade verrückt gedrückt. Tut mir leid. Ja gut, hier sind die Questen. Die können wir in verschiedenen Kategorien auch einsehen. Weltcharaktere, Kopfgelder und Aufträge. Okay, das kommt nach und nach dann dazu. Ja gut, und ich denke mal, wenn wir jetzt das Steuerkreuz nach oben gedrückt halten.
Oh, nee, so ist es leider nicht. Ach so, okay, das mit der Fackel, das ist so geblieben. Alles klar. Nee, ich hatte gehofft, dass wir Icarus jetzt rufen könnten. Aber ist leider nicht so. Aber ich gehe erstmal nach hier vorne, mal schauen, was dann passiert. Ich lasse mich heute nicht zweimal ohne Rüstung erwischen. Ja, Cassandra, das tut mir natürlich leid. Also, wenn du da oben noch eine Ausrüstung hast, dann holen wir uns die natürlich. Und wahrscheinlich hat sie das auch. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Sehen wir das an. Alles klar. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal was. Können wir auch gleich mal anziehen. Das wird wahrscheinlich auch für Level 1 sein. Genau. Mystios Tunica. Eine einfache Rüstung. Wenn wir es jetzt natürlich vom Schmied gravieren lassen würden, dann hätten wir natürlich ein bisschen bessere Werte. Wir können es natürlich auch zerlegen, um Ressourcen zu bekommen. Das ist natürlich auch geil. Ziehen wir aber erstmal das an, was wir jetzt hier zur Verfügung haben. Haben wir auch ein neues Schwert bekommen? Nee, ein Schwert nicht, aber einen Bogen haben wir auf jeden Fall bekommen. Nee, haben wir keinen Bogen bekommen? Wurde da nicht gerade ein Bogen angezeigt? Ja, das sind die normalen Pfeile, ja, ist mir klar. Ach so, das war ein Questgegenstand. Alles klar, zerbrochener Bogen. Er mag ein besonders treuer Bogen sein, aber er ist zerbrochen und muss repariert werden. Ach so. Okay, also es war ein Bogen, aber ein kaputter Bogen halt. Naja gut, wie dem auch sei. Also das nächste Ziel wird jetzt da vorne angezeigt. Das wird natürlich auch das Weingut sein. Muss mich hier erstmal auch ein bisschen mit der Steuerung zurechtfinden. Da fliegt nochmal irgendwas weg, was sehr langsam wegfliegt. Keine Ahnung, was für eine Vogelart das war. Oder was, ein Geier oder ein Aasgeier? Ich weiß nicht. Erstmal schauen, wie das hier so abläuft. Was lag denn da? Was war das? Na, war hier nicht gerade was? Nee, habe ich mich doch irgendwie verguckt. Also wir können mit R1 und R2 schlagen. Wir können die Waffen auch wieder wegstecken. Wir können, wenn wir, glaube ich... Ja, wenn wir L1 gedrückt lassen, können wir schnell rennen. Hier vorne können wir irgendwas untersuchen. Ah ja, das waren ein paar Drachmen. Aber Icarus können wir leider noch nicht rufen. Aber das wird dann hoffentlich gleich kommen. Ja gut, das kennen wir ja schon aus Origins. Wir können irgendwo rumrennen, in irgendwelchen Häusern irgendwas plündern, indem wir einfach Dreieck gedrückt halten. Seht ihr ja, wir finden einen Haufen Drachmen, oder was heißt ein Haufen? Stück für Stück, und wir kriegen immer ein bisschen was zusammen natürlich. Kleinvieh macht auch Mist. Hier haben wir noch irgendwelche Ziegen oder sind das Böcke? Ich weiß es gar nicht. Erstmal schauen, was haben wir denn hier? Ach so, das ist so ein bestimmter Vogel, wa? Icarus, hast du gerade 10.000 Schaden gemacht? Hut ab. Also der hat's ja drauf. Weiches Leder. Also unser Adler schreitet einfach so mal in den Kampf ein. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall auch neu. Im Gegensatz zu Origins. Das muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Ah ja, neuer Ort entdeckt. Markus Weingut. 37 Erfahrungspunkte gab es dafür. Jetzt werden wir natürlich mit dem Gameplay vertraut gemacht, was Icarus angeht. Wir müssen das Steuerkreuz nach oben gedrückt halten. Das war in Origins genau das gleiche. Genau, dann können wir hier so rumfliegen. Wir können mit dem Adler natürlich uns die ganze Gegend ansehen. Wir können mit ihm aufsteigen, wir können mit ihm absteigen, wir können hier so ein bisschen rumfliegen und dann können wir alles mit seinen Augen näher untersuchen. Genau, da vorne wurde eine Truhe entdeckt, da vorne müssen wir dann hin, aber hier gibt es noch irgendwo was. Mal schauen, was ist hier unten noch? Kann ich das einsehen? Ach so, eine weitere Truhe. Also es ist wirklich immer vom Vorteil, sich mit dem Adler gründlich umzusehen.
Dadurch werden nicht nur die ganzen Schätze freigelegt, es werden unter anderem auch Gegner auf der Karte angezeigt und wir sehen natürlich auch, was für ein Level diese Gegner haben und ob wir uns dem ganzen Scharmützel, also mit anderen Worten, dem Kampf auch stellen können. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. So, und wenn ich natürlich L2 gedrückt lasse, wird ja unten links in der Legende auch eingeblendet, dann haben wir den Schwebemodus, dann können wir sozusagen ein bisschen in Ruhe verwahren und uns mit dem Adler natürlich gründlich umschauen. Aber mehr scheint es hier erstmal nicht zu geben. Und wenn ich Kreis drücke, gehe ich natürlich auch wieder zurück. So war das in Origins auch schon. Daher komme ich mit der Steuerung sehr schnell zurecht. Naja gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um die erste Folge erstmal zu beenden. Wenn euch das Projekt gefällt, wenn euch das Spiel gefällt, wenn euch die Serie gefällt, wenn es euch gefällt, was ich mache, unterstützt das Projekt, würde ich mich sehr darüber freuen. Kommentiert das Video, bewertet es. Lasst mir vielleicht sogar ein Abo da, um keine weiteren Folgen oder neue Spiele demnächst zu verpassen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich da ein bisschen was lesen würde und hören würde. Naja gut, dann verabschiede ich mich erstmal, sage tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Let's play. Die Götter haben entschieden. Du wirst diese Insel, die du Heimat nennst, niemals verlassen. Du wirst nie einen Fuß außerhalb deines Dorfes setzen, um die Welt zu bereisen. Dein Leben wird unbedeutend und klein sein, im Schutz eines erbärmlichen Hauses. Denn schließlich braucht die Welt für jeden Helden einen Feigling wie dich im Tausch. Während deines gesamten Daseins wirst du dich nie Gefahren stellen oder um dein Leben kämpfen. Du wirst weder Mut, noch Kühnheit, noch Tapferkeit kennen. Und am Ende wirst du unbemerkt verschwinden. Vergessen. Für alle Ewigkeit. Das ist der Wille der Götter und dein Schicksal wird sich erfüllen.